je weiter nördlich wir kamen, desto wilder und wüstenhafter wurde es. Und auch komplett menschenleer. Pass auf, sonst kriegst du einen Kaktus ins Gesicht. Und wieso? Die haben dann das Gebiet der Atacama erreicht. Das ist die trockenste Wüste, die es auf dem Planeten momentan gibt. Am Anfang gab es dann nur noch Kakteen und später nicht mal mehr die. An so weiten Stränden hat man natürlich auch eine schöne Spielwiese mit seinem Allradgefährt. Ja, einen Standplatz hier zu finden ist jetzt gar nicht so schwer, weil im Grunde kann man überall parken. Nicht so schlecht hier. Hier ist einfach viel Platz. Also für uns Europäer ist es kaum zu begreifen, diese Strände in so einer Dimension komplett für sich allein zu haben, über Tage. Wo in dem Strand, der mal 5 Kilometer lang ist, niemand kommt und im nächsten auch nicht und im übernächsten trifft man vielleicht mal 2 Fischer in der Früh um 7, die da irgendwie auf Scholle angeln und dann war es jetzt auch wieder für die nächsten 3 Tage. Das ist schon echt sehr genial. Endlich milde Temperaturen, das haben wir sehr genossen. Küstenabschnitt da von Chile ist jetzt keine liebliche Karibik, sondern wirklich wilde pazifische Strände. Oft sehr felsig, mächtige Brandungen, aber hat so seinen ganz besonderen Reiz, was einfach so ungezähmt ist. Jetzt nichts zum Baden, weil es temperaturmäßig auch eher so bei 50 Grad liegt, glaube ich. Und der Pazifik hat ja schon immer die größten Wellen gehabt eigentlich. Im Pazifik läuft ja entlang der Küste der kalte Humboldt-Strom. Aber der sorgt auch dafür, dass das Meer total fischreich ist, was wir jetzt vom Strand aus an der Vielfalt an Seevögeln gemerkt haben. Frühmorgens flog immer die ganze Vogelschar ein. Möwen, Schwalben, Wartvögel, Geier zum Muscheln picken, baden, Fische fangen, schnattern. Da rumflog und pickte und scharrte, das war also für mich als Biologin eine Augenweide, diese ganzen Vögel zu beobachten. Mittags kamen immer die Geier und haben sich da gebadet und da war immer was geboten. Der Humboldt-Strom, der hat noch eine andere Nebenwirkung, nämlich das Wasser ist so kalt, dass nachts, wenn die Luft abkühlt, sich so Nebel bildet und der zieht dann so ein bisschen die Küste hoch
Und von dieser Feuchtigkeit können ganz viele Kakteen und kleine Tiere leben. Weiter im Inland, in der Atacama-Wüste, da gibt es dann gar nichts mehr. Aber dieser Küstenstreifen mit dieser Nebelwüste, der ist ganz vielfältig. Sonnig wanderte so durch diesen Nebel durch, zwischendurch riss aber der Nebel wieder auf. Man konnte so dieses ganze blaue Meer wieder sehen und die in der dunklen, roten Abendsonne. Und dann kam wieder der Nebel und hat alles wieder in eine völlig andere Stimmung versetzt. Das war schon sehr, sehr schön. Dann über Feuer. Ja, da kommt über Feuer. Nein, Feuer, jetzt mache ich mal was. Mama, ich habe da eine Idee. Könnten wir es nicht so aufstellen und dann einen Stein hinten drauf? Mhm. Gott sei Dank. Langsam, lass uns Zeit, nicht, dass es zu heiß ist. Tino? Das ist der erste Marshmallow in deinem ganzen Leben, stimmt's? Ja. Und? Sicher? Erzähl weiter. Seitdem lieben die Menschen das Abend am Feuer zu essen. Weil es nicht nur wärmt, sondern weil es unser Essen auch kocht. Gestern Abend sind wir hier auf der Westseite vom Mond gelandet. Die Luft ist so trocken. Mir ist so heiß. Augen brennen, Schleim heute. Wasser verdunstet schon beim Trinken.